Herzlich willkommen bei uns, der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Und wer auf der Suche ist nach einem geeigneten Studiengang und der passenden Hochschule, der ist auf jeden Fall bei uns richtig. Wer bereits den Plan hat, Ingenieurin zu werden, der wird sich auf jeden Fall durch uns bestätigt fühlen. Denn nicht nur heute, sondern auch in Zukunft werden IngenieurInnen hervorragende Jobaussichten haben. Und diesen und andere Gründe wollen wir jetzt gleich mit den Ingenieuren, den Professoren der Fakultät für Ingenieurwissenschaften mal näher unter die Lupe nehmen. Und da dreht sich natürlich immer alles um die Frage, was macht denn überhaupt so ein Ingenieur? Und diese Frage werde ich gerne zum Anlass nehmen, damit sich unsere Professoren gleich mal vorstellen können. Michael, möchtest du gerne anfangen? Gerne. Ja, mein Name ist Michael Sauer. Ich bin seit 2012 hier Professor, kümmere mich um die Messtechnik für den Maschinenbau und bearbeite Themen rund um Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Von daher ist mein Arbeitsfeld ziemlich groß und umfänglich und vor allem immer wieder ziemlich spannend, weil wir natürlich hier ganz viele verschiedene Projekte haben, die vor allem in der aktuellen Zeit mit den aktuellen Themen wunderbar zusammenpassen. Ja, mein Name ist Oliver Scholz. Ich bin seit 2011 hier Professor für elektrische Messtechnik. Das ist aber definitiv unsere Verbindung, die Messtechnik, ja. Gleichzeitig bin ich noch Prodekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften. Und was habe ich früher beruflich getan als Ingenieur? Ich war lange Jahre im Bereich der biomedizinischen Technik unterwegs, was mir großen Spaß gemacht hat. Und habe mich dann allerdings, sage ich mal, insofern umorientiert, weil ich dann von der Forschung und Entwicklung in den Bereich Lehre gegangen bin und bin dann halt 2011 hier an die Hochschule gekommen und muss sagen, auch das ist eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß bereitet. Ja, ich habe es eben schon kurz angedeutet, hervorragende Jobaussichten für IngenieurInnen, das ist auf jeden Fall ein Grund. Was hat denn dich bewogen, Michael, Ingenieur zu werden? Naja, also angefangen hat das Ganze mit, ich habe immer gern Sachen gebaut, gebastelt. Angefangen habe ich mit elektrischen Dingen, die waren einfacher. Da gab es früher so Yps-Hefte, da waren die ersten Schaltungen drin. Und dann ging das bis zur Moped-Zeit und dann habe ich viel an Motorrädern rumgeschraubt, erst an Fahrrädern, dann an Motorrädern. Und hatte einfach viel Spaß daran, ja. Und dieses Selbsttun und am Schluss auch was zum Begreifen dort haben und dieses Erfolgserlebnis zu sehen, ist halt was ganz Tolles und macht viel Spaß. Und ich komme aus dem Lehrerhaushalt, mir konnte keiner eigentlich sagen, was so ein Ingenieur wirklich macht. Und ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und fand das toll. Ja, ähnlich muss ich sagen, habe ich Ähnliches erlebt. Auch als Jugendlicher, als Kind habe ich Modellbau gemacht und darüber bin ich ins Basteln gekommen. Später habe ich auch an Motorrädern gebastelt, ja. Aber für mich war schon relativ früh klar, ich möchte irgendwas mit Elektrotechnik machen. Gut, Hintergrund ist einfach der, ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinem Onkel, der war Techniker, EDV-Techniker und hat mich da ab und an mitgenommen. Und da war ich einfach fasziniert, ja, ich sage jetzt mal tatsächlich von optischen Eindrücken, also das Oszilloskop zum Beispiel, da kann ich mich dran erinnern, das hat mich sehr fasziniert. Dann war ich als Kind im Science Museum in London, damals wurde die Laserplatte vorgestellt, das fand ich total faszinierend, eine Schallplatte, die mit Licht abgetastet wird. Ja, heute wird man darüber müde lächeln, okay, herzlich willkommen, DVD bzw. CD. Zwischenzeitlich hatte ich allerdings dann auch mal überlegt, Physik zu studieren, habe mir aber dann überlegt, naja, Physik ist schon ganz nett, für mich die Mutter der Naturwissenschaften, aber ich wollte eben etwas wirklich das Wissen, was man eben hat, umsetzen in etwas, was man gebrauchen kann. Ja? Also wirklich so dieses Anwendungsorientierte, das wollte ich eigentlich bewusst machen. Und deswegen habe ich mich dann letzten Endes für die Elektrotechnik oder eben für diesen Beruf des Ingenieurs entschieden.
Also Vorbilder spielen eine Rolle, auf jeden Fall auch die Begeisterung für Technik, das Interesse. Also man muss sich das nicht so unbedingt vorstellen, Mathe und Physik, Leistungskurs und nur eine Eins auf dem Zeugnis. Ich denke, da haben wir genügend Möglichkeiten. Ne? Auf keinen Fall. Ich meine, Mathe und Physik, das sind wichtige Disziplinen. Ich würde sagen, heutzutage auch noch ein bisschen Informatik. Ja, die helfen, die machen Spaß, sowas zu verstehen, aber auch die Leute, die quasi das in der Schule nicht zum Beispiel als Leistungskurs hatten, sondern einfach nur als Grundkurs mitgenommen haben, sollen keine Angst haben vom Ingenieurwesen. Ja, also Ingenieure sind, man glaubt es vielleicht nicht, aber vor allem sehr kreative Menschen. Wir müssen kreative Lösungen finden. Es sind immer wieder neue Lösungen, die zu finden sind. Am besten sieht man das vielleicht in der Architektur, wenn man sich da ist es halt plakativ, oder wenn man im Automobilbau sich das anschaut, wie dieses Formenreichtum, der da hinten dran steckt, und da muss ja die ganze Technik, die ja immer komplizierter wird, muss da irgendwie rein in dieses System. Das heißt, da muss man immer wieder neu denken, sich neu erfinden, und das ist eigentlich das, was es so spannend und so wertvoll macht, weil man einfach am Ende des Tages rausgeht und fühlt sich sehr glücklich, dass man da eine tolle Lösung erschafft hat. Ja, ja, genau, so geht es mir tatsächlich auch, muss ich sagen. Man freut sich darüber, wenn man eine Lösung gefunden hat. Natürlich gibt es auch Enttäuschungen, wenn mal etwas nicht so geklappt hat, aber genau das ist ja das, was den Ingenieurberuf ja so spannend macht, eben, wie du es gesagt hast. Ich finde eben auch, dass der Beruf des Ingenieurs, der Ingenieurin, sehr viel mit Kreativität zu tun hat, nicht? Weil ohne Kreativität kann man ja eben auch nichts Neues schaffen. Und das genau ist ja letzten Endes die Aufgabe einer Ingenieurin, eines Ingenieurs. Und das ist vielleicht auch so schade, dass man das als Schüler oder als junger Mensch gar nicht so sieht, weil halt so viel im Verborgenen ist. Meistens ist das alles versteckt unter einer Hülle. Und man sieht überhaupt gar nicht so die Zusammenhänge, weil das beste technische Konstrukt funktioniert einfach so. Und der Anspruch ist ja, der Nutzer soll damit eigentlich gar nicht in Berührung kommen, wie es funktioniert, ja? Sondern er soll es einfach nur benutzen können. Aber dass er trotzdem unter der Haube ganz viele tolle Entscheidungen und ganz viele tolle, sagen wir mal, Arbeitsabläufe stecken, mit denen man quasi sich auf solche Lösungen hinzuarbeitet und das sich immer wieder neu zu erfinden, das sind eigentlich diese ganzen spannenden Themen. Und das ist das, was mir zum Beispiel auch persönlich schwer gefallen hat. Ich wusste nicht, wie ich das angefangen habe zu studieren, was ein Ingenieur macht oder eine Ingenieurin macht. Ich wusste nur, das muss irgendwie irgendwas Tolles sein, weil das, womit ich mich quasi in meiner Jugend beschäftigt hat, das waren eigentlich die Ergebnisse von technischer Arbeit. Und das war der Grund, warum ich das dann gemacht habe. Ja? Und obwohl ich gar nicht wusste, was man da im Detail macht. Ich glaube, das geht vielen Abiturienten so, dass man keine Vorstellung hat, aber Praxisbezug, Anwendungsorientierung ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und ich denke, das können wir an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften sehr gut abbilden. Wie erfahren das Studierende bei uns im Studium, dieser Praxisbezug? Ja, in allererster Linie erfahren die Studierenden hier bei uns, dass durch einen hohen Anteil an praktischer Arbeit im Labor, tatsächlich ist es so, zumindest glaube ich, das zu beobachten, dass das Freizeitverhalten sich in gewisser Weise geändert hat. Ich denke, das ist auch leicht begründbar, einfach dadurch, dass, ich sag mal, bestimmte Medien in den Vordergrund gerückt sind und umgekehrt, dass ich sag mal, bestimmte Produkte, elektronische Produkte beispielsweise, ja einfach so unschlagbar günstig geworden sind, sodass gar keine Notwendigkeit mehr existiert, sie irgendwie selbst zu bauen. Nicht? Also von daher sehen wir schon, dass viele Studierende, sage ich mal, nicht mehr so wie das früher möglicherweise der Fall war, schon so vertraut sind. Das heißt, diese Vertrautheit lernen die halt bei uns durch einen großen Praxisanteil, der sich im Grunde genommen durch das gesamte Studium zieht. Ne? Und was man vielleicht auch sagen muss, ist, diese Weiterentwicklung der Elektronik hilft natürlich auch gerade da, weil heutzutage 3D-Drucksysteme zum Beispiel ganz günstig zu erwerben sind. Die Studierenden können sich sowas für 100 und 150 Euro schon zu Hause hinstellen. Es gibt ganz viele Anleitungen in YouTube,
mit dem man auch mal Sachen nachbauen kann. Es gibt viele Experimentierkits. Das heißt, das, was uns eigentlich damals so gefehlt hat, um diese Ideen auch selbst mal umsetzen zu können und das Ganze auch begreifbar zu machen, da gibt es heute schon so viele tolle Möglichkeiten, wie man für kleines Geld da dran gehen kann und auch selber, ohne Angst zu haben, dass da was kaputt geht, selbst was entwickeln und bauen können und seine eigenen Ideen umzusetzen, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und das, und die ganzen Anleitungen, die es halt dazu gibt. Ja, das stimmt. Das finde ich auch ein sehr großer Vorteil. Früher musste man sein Taschengeld dann in irgendwelche Zeitschriften zum Beispiel investieren. Ja. Das Taschengeld saß natürlich auch nicht ganz so locker. Gut, das ist heute natürlich schon tatsächlich, würde ich sagen, eine Erleichterung. Ne? Aber ja, gut. Also ich sag mal, man kann durchaus zu Hause im Privaten die ersten Schritte machen. Ne? Warum nicht? Ne? Genau, und wir motivieren natürlich auch die Studierenden, in den Laboren auch ihre eigenen Ideen umzusetzen. Es gibt ganz viele Projekte, die da gemacht werden müssen. Das heißt, da wird nicht unbedingt nach strengen Vorgaben gearbeitet, sondern man gibt irgendwie so einen Zielkorridor vor und lässt die Studierenden auch mal ihre eigenen Ideen umsetzen, ohne dass man auf Perfektion ausgerichtet ist. Also da kann auch gerne was schief gehen, weil das gehört einfach dazu zum Lernen, dass man auch mal was verkehrt macht und man muss das erkennen und beim nächsten Mal wird es dann halt besser. Und diese Übung, die gehört halt einfach dazu und das zeichnet vielleicht auch uns als Hochschule aus, dass wir in unseren Praktika die Möglichkeiten geben, sich da so weiter selbst zu erfinden und auch mal selbst was auszuprobieren. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Ich denke, das ist auch das, was die Unternehmen sehr schätzen an unseren Studierenden, dieser Praxisbezug. Also die haben jetzt nicht nur 5, 6 Semester die graue Theorie gehört, sondern mit denen kann man direkt was anfangen. Die sind sehr zufrieden mit unseren Studierenden. Und ja, wir haben eben über das Thema gesprochen, hervorragende Jobaussichten. Und ich denke, wenn Studierende schon mal auch ihre Praxisphase im Unternehmen gemacht haben, also schon mal einen Fuß in der Tür haben, sehr viele müssen keine Bewerbungen mehr schreiben, wenn sie fertig mit dem Studium sind. So sieht's aus. Also ja, das erleben wir ja schmerzhaft auch, wenn wir für unsere Forschungsprojekte zum Beispiel Nachwuchsingenieure suchen oder Ingenieurinnen. Dann treten wir tatsächlich in Konkurrenz zur Industrie. Das muss man ganz klar sagen. Wir kriegen regelmäßig die Anfragen. Ne? Habt ihr nicht gerade jemanden in der Pipeline und so weiter? Also ich denke, die Aussichten, die sind tatsächlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja. Wir haben ja auch, das muss man ja auf der anderen Seite sagen, wir haben ja auch gesellschaftlich große Herausforderungen. Ja. Also wenn ich jetzt nur mal daran denke, und da spreche ich jetzt noch aus der Perspektive vor der Ukraine-Krise, wenn ich daran denke, dass wir unser ganzes Energiesystem umbauen möchten, ja, das ist ein gewaltiger Kraftakt. Und man hat ja irgendwo das Erdgas als Brückentechnologie gesehen und hat gedacht, naja, dann kann man das Ganze irgendwo, sage ich mal, ein bisschen gemächlicher voranbringen. Ja, heute sehen wir, wir müssen es viel, viel schneller machen. Ja, also und dieses ja, einfach nur das Energiesystem umbauen erfordert ja jede Menge IngenieurInnen. Denn wer soll es denn letzten Endes tun? Wir brauchen ja diejenigen, die mit Sachverstand sagen, nicht was muss an welcher Stelle irgendwo stehen letzten Endes. Ne? Das ist genau das große Thema Fridays for Future. Ja. Also wenn wir an diese Themen denken, wenn wir an die Umstrukturierung der Energieerzeugungsstruktur denken, wenn wir an CO2-Einsparungen denken, an Umweltfreundlichkeit denken. Im Endeffekt sind das alles technische Themen, die da hinten dran stehen, die quasi irgendwie umgesetzt werden müssen. Und dafür braucht es tatsächlich einfach viele tolle, motivierte Menschen, Frauen wie Männer, die das Ganze einfach nicht nur sich wünschen, dass wir diesen Umschwung erleben, sondern technische Möglichkeiten erfinden, umsetzen, entwickeln, damit wir das auch machen können am Schluss, weil am Ende des Tages zählt halt nicht der Wunsch, dass man das so macht, sondern es zählt quasi die Realisierung, die Umsetzung. Und das machen im Endeffekt eigentlich Ingenieurinnen und Ingenieure. Mhm. In Teams arbeitend
um alle Disziplinen zusammenzukriegen, das ist auch vielleicht eine Sache, die muss man auch, das versteht man vielleicht auch als Außenstehender nicht, dass das Ingenieurstum so ein großes Umfeld ist, dass man verschiedene Unterdisziplinen, also von der Elektrotechnik, Maschinenbau, Umweltingenieure, erneuerbare Energien, Bauingenieure, Architekten, all das muss irgendwie zusammengebracht werden. Und all das sind technische Berufe, die in Zukunft notwendig werden, um einfach die Forderungen, die ja sehr berechtigt sind und die uns alle im Moment gerade umso mehr mit der Ukraine-Krise, du hast gerade genannt, beschäftigen, im Endeffekt auch umsetzbar zu machen. Ja, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, Klimaschützen, Ressourcen schonen, das wird immer wichtiger bei der Wahl des richtigen Studiengangs und ich denke, die HTW hat da auch reagiert darauf mit neuen Studiengängen, Umweltingenieurswesen, erneuerbare Energien, aber diese Themen, so habe ich das verstanden, sind auch fest verankert in allen ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. Das würde ich behaupten, ja, definitiv. Also wir haben zwar Studiengänge, die sich jetzt explizit mit diesem Thema zum Beispiel auseinandersetzen, wie etwa Studiengang erneuerbare Energien oder ich sage jetzt mal Umweltingenieurwesen, ja. Aber natürlich sind auch die in Anführungszeichen alten Studiengänge wie Elektrotechnik oder Maschinenbau fachlich so ausgerüstet, diese neuen Themen oder sage ich mal neueren Themen vielleicht zu bedienen, also auf jeden Fall. Also wenn man so einen Studiengang fokussiert, dann sind es natürlich, da kommen natürlich ganz viele andere Sachen auch noch in Betracht, gesetzliche Vorgaben, ja, also da muss man ja auch einen Überblick dafür haben, was wird gefördert, auf was muss geachtet werden und halt vor allem auch dieser Interdisziplinarität, also dass halt nicht nur der Ingenieur eine Pumpe zum Beispiel auslegt, sondern dass das Rohr aus Beton ist und irgendwie in einer Straße liegt. Und das muss am Schluss alles irgendwie zusammenpassen, inklusive der Energieversorgung für die Pumpe. Ja? Also am Schluss haben wir hier interdisziplinäres Zusammenarbeiten und es gibt so viele Systeme, die heutzutage jetzt gerade im Wandel sind, dass es da eigentlich unendlich viel Arbeit gibt und in Zukunft auch noch sehr viele spannende Themen. Wir haben gerade ganz aktuelles Thema, gestern wurde in den Nachrichten gebracht, die Wasserstofffusion in Amerika das erste Mal mit einem positiven Energieoutput, auch ein ganz spannendes Thema. Auch da arbeiten Physiker und Ingenieure Hand in Hand zusammen, um sowas überhaupt realisieren zu können. Wenn du sagst Hand in Hand, Teamwork, das ist vielleicht auch noch so ein bisschen was, weil ich habe das Gefühl, dass so wenn ich mich mit Leuten unterhalte, so außerhalb der Hochschule, dass viele denken, ja, jemand, der Ingenieurwesen studiert, ne, das ist irgendwie so ein nerdiger Typ, jemand, der so introvertiert ist und irgendwie nur so für sich irgendwo in seinem Kämmerlein da irgendwas zusammenbrutzelt und dann kommt da irgendwie so eine technische Lösung heraus. Und das möchte ich auch nochmal ganz ausdrücklich betonen, das ist absolut nicht der Fall. Ne? Ganz im Gegenteil, wir haben es eben auch sehr viel mit intermenschlichen Agieren zu tun. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Das ist umso mehr deutlicher geworden jetzt hier durch die Corona-Situation, durch Lockdown, durch vermehrtes, sage ich mal, Online-Meetings, wo man nach, sage ich mal, dieser Diaspora letzten Endes wieder dahin kommen möchte, sich auch wirklich in persona live und lebendig vor Augen zu treten und miteinander halt zu diskutieren, zu planen, zu organisieren. Ja? Also das möchte ich vielleicht auch nochmal betonen. Jemand, der wirklich als Ingenieurin erfolgreich sein möchte, muss eben auch teamfähig sein. Und das ist eben auch ein Punkt, den wir in der Fakultät aufgegriffen haben, wo wir auch bestrebt sind, sage ich mal, diese soziale Komponente zu fördern. Ja. Ja. Aber was natürlich auch die Corona-Pandemie gezeigt hat, ist, dass es auch prima funktioniert, auch im Team auch mal von der Ferne zu arbeiten. Ich sage nicht immer, aber wenn man sich heutzutage die Lebensmodelle anschaut, dass man vielleicht mal woanders ist, an einem anderen Standort ist und dort von außen arbeiten will, geht das heutzutage eigentlich beim Ingenieurtum wunderbar, weil die Daten, mit denen da konstruiert wird, vor allem
halt digital übertragen werden. Ja? Und mit diesen Werkzeugen, die einem da zur Verfügung stehen, ganz wunderbar auch verteilt arbeiten können. Da bin ich ganz deiner Meinung, aber das ist nicht der Punkt, den ich meine. Also, aber selbst wenn ich von der Ferne arbeite, man tritt in Kontakt, nicht? Man kommuniziert miteinander und das ist eben auch ganz wichtig. Es ist nicht so, dass man sich einfach irgendwie herausziehen kann und man ist eben nicht irgendwie der Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin. Ne? Also für eine gesunde Teamarbeit ist es ganz wichtig, dass man sich persönlich kennt. Und zusammen persönlich sich auch regelmäßig trifft. Ja. Es geht halt nur um das, also aus meiner Sicht halt auch um die Möglichkeiten, die man als Ingenieur halt hat, dass man nicht an einen Standort vielleicht gebunden ist, sondern dass man wirklich über mehrere Standorte oder über praktisch frei verteilt auch ohne weiteres in so einem Team mitarbeiten kann und sich mit integrieren kann. Das ist ja heutzutage auch ein wichtiges Thema. Um einfach eine Perspektive zu haben, wie wird sowas zukünftig aussehen. Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Studierenden halt nicht nur diesen fachlichen Input erfahren, Hard Skills, sondern Soft Skills, die auch ganz wichtig eine große Rolle spielen bei allen ingenieurswissenschaftlichen Studiengängen. Ein Beispiel haben wir gehört, ist Teamwork, Zeitmanagement. Und das sind ja doch sehr viele Faktoren, die nachher auch ausschlaggebend sind für den Erfolg im Beruf, diese Soft Skills auch zu haben. Ja, unbedingt. Ja, also ich meine, das trifft wahrscheinlich auf alle Berufe zu, muss man ganz klar sagen. Aber mir geht es halt auch einfach darum, dass man so diese Vorstellung, ja, Ingenieur ist gleich Nerd, dass man sich von dieser Vorstellung verabschiedet. Ich meine, früher, wenn ich von früher spreche, dann spreche ich so von meinen anfänglichen Studienzeiten, so in den tatsächlich 80er Jahren, ja. Da hat man noch von dem Fachidioten gesprochen. Mhm. Ja. Ja, ich meine, natürlich ist das Studium da, sich fachlich vertieft fortzubilden, ja, gar keine Frage. Aber letzten Endes haben auch schon in den 80er Jahren die Soft Skills eine große Rolle gespielt, wenn man ehrlich ist. Ja. Ich meine, da gibt es diese Soft Skills, die werden ja auf verschiedenen Ebenen bedient. Natürlich mit der Kommunikation, Interaktion, aber auch das Thema Fremdsprache spielt natürlich eine große Rolle. Das muss man, so fair muss man dann schon sagen oder sein, dass man im technischen Bereich, aber natürlich auch im naturwissenschaftlichen Bereich definitiv Englischkenntnisse haben sollte. Das heißt nicht, dass man perfekt Englisch sprechen muss. Man muss keinen Englisch-Leistungskurs haben, das nicht. Aber ich sag mal, am Ende des Studiums sollte man das ein oder andere englische Paper lesen können. Das wäre ganz hilfreich. Und auch hier helfen wir den Studierenden durch ein entsprechendes Curriculum, nicht? Genau. Und außerdem sollte man davor auch keine Angst haben, weil heutzutage man so viel Unterstützung bekommt. Also ich habe mein Englisch in der Schule, war nicht unbedingt das Beste. Und dann habe ich Maschinenbau studiert und habe meine Praxisphase in Amerika gemacht, 3 Monate. Und da kam ich zurück und konnte eigentlich das Englisch, was ich heute kann, ziemlich gut. Und das heißt, man hat in so einem Studium auch die Möglichkeit, mal ins Ausland zu gehen und dann dort seine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern, zu steigern. Und das ist oft auch für Leute, die vielleicht so ein bisschen nicht unbedingt aus Büchern lernen können, sondern einfach über das Erlebnis lernen können, da zähle ich mich halt auch dazu, ja, eine ganz tolle Möglichkeit, wie man auch anders an so eine Fremdsprache dran geht und die dann halt entsprechend auch aufnehmen kann. Und das ist natürlich das Vorteil von so einem technischen Studium. Also wir haben mehrere Sachen. Wir können ins Ausland gehen. Wir bieten kooperative Studien an, ja, dass man also quasi Studium auch mit Unternehmen verbindet, vielleicht auch im Ausland. Aber um einfach auch den Studierenden die Möglichkeit zu geben, hier schon frühzeitig Industriekontakte aufzubauen, den zukünftigen Arbeitnehmer rauszubringen. Ja. Aber vielleicht möchte ich da noch gerade noch ergänzen. Das ist natürlich eine tolle Sache, ins Ausland gehen
ein Praktikum dort machen oder vielleicht sogar ein Auslandssemester, keine Frage. Aber für viele ist das eine ziemlich hohe Hürde, weil sie sagen, oh ja, da investiere ich doch sehr viel und ne, wie wird das sein? Reichen meine Englischkenntnisse für so einen Schritt überhaupt aus? Es gibt eben auch niederschwellige Angebote, wie zum Beispiel die International Project Week, wo ja, aus verschiedenen europäischen Hochschulen Studierende zusammenkommen und eine Woche, zwei Wochen lang an Projekten zusammenarbeiten. Das Ganze ist eben sehr niederschwellig, muss man eben sagen, ja, weil es dann eben, ich sag mal, über eine begrenzte Zeit ist und dann kann man, da kann man sich auch so ein bisschen ausprobieren, ja. Und vor allem ist es auch so, dass man nicht gegen Native Speaker irgendwie so unbedingt konkurrieren muss, ja. Gut, möglicherweise sind auch dort britische oder kanadische Studierende da, wer weiß. Aber nicht dort sind, was weiß ich, niederländische Studierende schwedische oder finnische oder was auch immer. Ne? Also das, denke ich, ist auch ein sehr niederschwelliges Angebot, da in Richtung Internationalisierung zu gehen, wenn man denn möchte. Genau. Und eben, man lernt bei Learning by Doing. Ja? Also da lernt man vieles. Da lernt man Sprachen, da lernt man, wie in unseren Laboren, der Umgang mit den Fachthemen. Man muss es einfach machen und man muss keine Angst davor haben. Und Angst ist wirklich, also man sollte sich auf jeden Fall als Student nicht oder als Schüler nicht von dem technischen Studium abhalten lassen, weil man meint, man hat eben, einem fehlen persönlich die Mathe- oder Physikkenntnisse oder Naturwissenschaften oder halt auch irgendwelche Sprachkenntnisse. Ich glaube, das kommt alles, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, wenn man Spaß dran hat und wenn das ein bisschen Lust hat, wenn das ein bisschen Lust macht, dann kommt das alles, kommt vieles von selbst. Ich meine, man kriegt nichts geschenkt, das muss man auch ehrlich sagen, also ein ingenieurstechnisches Studium, dann hat man am Schluss seinen Master- oder Bachelorabschluss, der ist nicht geschenkt. Ja? Das heißt, man muss was dafür machen, aber egal, was man studiert heutzutage, wenn ich Medizin studiere, auch da kriege ich nichts geschenkt oder wenn ich Lehrer werden will oder irgendeinen anderen Beruf mich damit beschäftige. Ich meine, das macht es ja am Schluss auch aus, dass man am Schluss auch ein Experte ist und da muss man natürlich auch ein bisschen was dafür machen, aber ich glaube, der Spaß, den man da haben kann, ist relativ groß. Das ist halt genau die Sache. Nicht? Also ich kann aus meiner Perspektive sage ich, ja, mir hat das, da denke ich, ja, bin ich vielleicht privilegiert, dass ich in dieser Situation bin, dass ich wirklich sagen kann, mir hat das, was ich gemacht habe und was ich tue, einfach immer großen Spaß gemacht. Aber vielleicht zu den Mathe- und Physikkenntnissen, ja, die, da ist ja oft so ein bisschen so eine Horrorvorstellung da. Ja, es ist ja nicht so, dass man... Ja, ich meine, die Grundrechenarten sollte man vielleicht schon beherrschen. Dreisatz auch. Aber wir bieten ja gerade als Vorbereitung für das Studium, bieten wir ja gerade solche sogenannten Brückenkurse an, wo man den ganzen Stoff der Mathematik, der Schulmathematik ja quasi wiederholt, wo man niederschwellig nochmal sozusagen Anschluss knüpfen kann. Weil es gibt ja auch solche Studierende, die möglicherweise schon länger aus der Schule raus sind, im Beruf gearbeitet haben, sich dann entschlossen haben zu studieren. Klar ist das nochmal eine Hürde, sich dann nochmal irgendwie vor Lehrbücher setzen zu müssen und so weiter. Und für die ist zum Beispiel so ein Brückenkurs doch wie gemacht. Oder wenn man das Gefühl hat, möglicherweise hier vielleicht durch die Corona-Krise hat man zu wenig Mathematik und Physikkenntnisse aus der Schule mitgebracht. Kein Problem. Der Brückenkurs bringt einen schon sehr weit. Der hilft und einem. Die Vorlesungen fangen ja jetzt auch nicht an mit, ich sage jetzt mal, direkt Differential- und Integralrechnung, sondern das fängt eben dort auch, sage ich mal, relativ niederschwellig an. Genau, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Der Zugang zur Hochschule ist natürlich einmal nach dem Abitur, dass man zu uns kommt, aber natürlich ist es auch so, dass viele Leute ja auch eine technische Ausbildung machen, einen technischen Beruf wählen und dann im Nachgang quasi nochmal an die Hochschule kommen, weil sie feststellen, okay, auf der einen Seite habe ich die Technik und habe das Praktische, auch das umzusetzen in meinem Beruf. Auf der anderen Seite will ich aber vielleicht noch weiterkommen, will vielleicht ein bisschen mehr verstehen, wie, was da hinten dran steht, wie Systeme ausgelegt werden, wie man quasi da noch ein bisschen weiterkommt. Von daher ist auch dieser Weg ein Weg, der bei uns relativ häufig gegangen wird, den wir auch,
wo es auch die Möglichkeit gibt, mit der ASW zum Beispiel in einem Unternehmen sowas, eine Ausbildung zu machen und bei uns gleichzeitig zu studieren. Ja? Das heißt, das ist halt aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass man sich nicht scheuen soll, auch noch nach einer technischen Berufsausbildung vielleicht nochmal den Weg an die Hochschule zu finden, um dann dort quasi noch weiterzukommen. Ja? Also für Leute, es gibt ja Leute, die sagen nach der 10. Klasse, ich habe da keine Lust mehr, jetzt noch weiter Abitur zu machen. Ich will jetzt mal was in die Hand nehmen, ich will mein eigenes Geld verdienen. Auch das sind vollkommen legitime Wünsche, die man so hat. Die kann ich auch 100% zum nachvollziehen. Und für die Leute ist aber der Weg an uns, zu uns an die HTW nicht verschlossen. Die können direkt nach der Ausbildung oder vielleicht 1-2 Jahre später, können sie quasi bei uns anfangen und können bei uns den Bachelor und dann den Master machen und vielleicht in Zukunft auch eine Promotion. Ja, also auch das ist möglich und ist auch kein schlechter Weg. Also kann man so sagen. Also viele Möglichkeiten, seine akademische Laufbahn zu gestalten, viele Wege bis dahin, eine gute Vorbereitung, der Praxisbezug, die Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Das sind alles Faktoren, die auch dazu geführt haben, dass wir auf Platz 9 bei StudyCheck von unseren Studierenden zur beliebten Hochschule gewählt worden sind. Darunter ist auch gefallen eine gute Betreuung. Das heißt, man muss sich das nicht so vorstellen, 700 Leute im Audimax. Nö, also... Der müsste noch erfunden werden. Ja, den Audimax, genau. Ja. Nee, tatsächlich ist es so, die Studiengänge sind durchaus unterschiedlich. Wir haben, sage ich mal, größere Studiengänge. Ich weiß jetzt nicht die Zahlen auswendig, aber rund, sage ich mal, 100 Studierende dann, die dann anfangen. Aber es gibt eben natürlich auch die kleineren. Aber letzten Endes die Betreuung, so ist meine Erfahrung, ist sehr, sehr gut. Nicht? Also die Studierenden können sich an die KollegInnen jederzeit wenden, eben auch an die ProfessorInnen, ja, ausdrücklich. Es wird nicht einfach nur an die Mitarbeiter delegiert. Und das sehe ich eben, ist ein ganz großer Vorteil, zumindest jetzt hier an unserer Hochschule. Ne? Das würde ich definitiv so sagen. Also ich würde auch sagen, die Wege sind sehr kurz. Und auch, ich meine, es gibt ja so ein paar Lebenssituationen, die das Studieren vielleicht dann auch ein bisschen schwerer machen, wenn man zum Beispiel ein Kind bekommt. Ja, und da haben wir natürlich an der HTW auch Möglichkeiten. Wir haben einen eigenen Kindergarten, um quasi auch das Kind dann in den Kindergarten zu bringen während des Studiums. Also wir sind schon sehr, sehr drauf erpicht oder wir versuchen natürlich den allen Studierenden die Möglichkeit zu geben, ein möglichst gutes Umfeld zu haben, um dort quasi studieren zu können. Und wir versuchen dann natürlich zu helfen, wo es nur irgendwie geht. Ja, also bei Studierenden mit Kind, der Kindergarten, da wird natürlich auch Rücksicht genommen, dass man die Zeiten so anpasst, dass das auch mit den Laboren dann auch entsprechend passt. Da muss man natürlich manchmal ein bisschen Kreativität zeigen mit den Zeiten. Aber das sind wir ja. Es gibt, genau, aber es gibt es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg auf diese Herausforderung. Also von daher bin ich jemand, der immer motiviert, den Weg zu gehen, weil es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, ein Studium zu fördern. Auch da haben wir Studienberatung, wie man an Förderung bekommt, wenn man das Studium sich vielleicht nicht selbst leisten kann. Ich meine, das Leben ist teuer und Studierende brauchen zum Leben auch Geld. Ja? Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, dass man in Projekten oder in Laboren auch HIFI-Stellen hat, wo man quasi parallel zu seinem Studium arbeitet, was ich persönlich immer besser finde, wie wenn ich quasi noch zusätzlich irgendwo Kellnern gehe und dann quasi in der Zeit, mit dem ich da Geld verdiene, nichts mit meinem späteren Arbeitsumfeld mache. Also wir haben hier ganz viele Möglichkeiten, wo man in Laboren, in Projekten arbeiten kann. Wir haben auch über alle Kollegen hinweg sehr viele tolle, verschiedene Projekte, wo die Kollegen sich mit und Kolleginnen natürlich sich mit beschäftigen und wo man dann mitarbeiten kann. Ja, das sind auch ganz tolle Sachen von Biosensorik
bis Wasserstofftechnologie oder halt Batterietechnologie. Was ist halt, also das sind jetzt so einige Punkte, die mir jetzt so spontan einfallen. Und in diesen Teams kann man dann mitarbeiten und hat die Win-Win-Situation, dass man dabei auch noch Geld verdient. Ja, das gehört auch dazu. Wir haben gerade eben jetzt gehört, Biosensorik und ja, ist die Ausdifferenzierung vom Studienangebot, das kann ja schon ein bisschen erschlagen. Es gibt allein in Deutschland über 120 verschiedene ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge. Wie sollte man da jetzt da vorgehen, sich zu entscheiden, wenn man noch nicht so ganz sicher ist, Maschinenbau, um sich da eher ein bisschen breiter aufzustellen oder vielleicht doch ein bisschen spezieller in Richtung Fahrzeugtechnik? Gibt es da eine Empfehlung? Also sicherlich ist das sehr schwierig. Mhm. Ja, ich meine, ich kann aus eigener Anschauung weiß ich natürlich, wie schwer es sein kann, sich für einen bestimmten Beruf, also in meinen Augen, wie gesagt, der Zwiespalt Physik oder Elektroingenieur. Warum der Maschinenbauingenieur nicht, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Methodik ja eigentlich die gleiche ist. Ja. Nicht? Ob ich jetzt, sage ich mal, in Anführungszeichen an dem großen Rad drehe, also nicht nur bildlich gesprochen, sondern in Realita oder eben, sage ich mal, elektrische Ladung durch Leitungen schicke. Ne? Die Methodiken sind letzten Endes die gleichen. Die Sache ist halt ein bisschen, oder ich würde es vielleicht mal ein bisschen anders ausdrücken. Es gibt halt solche Studiengänge, die sind mehr möglicherweise anwendungsorientiert. Ich denke jetzt mal erneuerbare Energien, da ist gut, da steckt das im Namen so ein bisschen drin. Naja, man möchte irgendwas mit eben erneuerbaren, regenerativen Energien machen. Ob man sie verteilen möchte, ob man sie erzeugen möchte, ob man sie speichern möchte, wie auch immer. Ich sag mal, das liegt ja schon ein bisschen etwas fest und dieser Studiengang ist zumindest bei uns ja schon interdisziplinär, aber technisch, das muss man ganz klar dazu sagen. Maschinenbau ist natürlich da als Oberbegriff oder auch die Elektrotechnik als Oberbegriff, wie soll man sagen, bieten diese Studiengänge eigentlich die Möglichkeit, sich während des Studiums für eine bestimmte Vertiefungsrichtung zu entscheiden. Möchte ich mehr in die Produktentwicklung, möchte ich mehr in die Strömungsmechanik, möchte ich mehr in die Kommunikationsnachrichtenelektronik oder möchte ich mehr in den Bereich Energietechnik gehen? Ja, das ist für mich so ein bisschen der Vorteil von diesen, sage ich mal, Studiengängen, die halt irgendwo, sage ich mal, eher so einen größeren Rahmen spannen. Größerer Rahmen heißt aber, wenn ich Maschinenbau oder an Elektrotechnik beispielsweise denke, dass man nicht unbedingt interdisziplinär unterwegs ist. Und das ist bei manchen anderen Studiengängen, wenn ich zum Beispiel an die biomedizinische Technik denke, Umweltingenieurwesen, dann hat man das dort mit Studiengängen zu tun, die ja von Anfang an interdisziplinär angelegt sind. Und da ist in meinen Augen so ein bisschen die Unterscheidung. Und da gibt es natürlich auch immer so ein bisschen, ich will nicht Konflikt sagen, aber zumindest mal dieses Spannungsfeld, wie tief soll man denn in die einzelnen Disziplinen eintauchen, wie wichtig ist es für ein späteres Berufsbild. Und letzten Endes ist es genau dieses Berufsbild, das man als Ausbilder vor Augen hat, um zu entscheiden, okay, ne, wie setzen wir so einen Studiengang dann letzten Endes zusammen. Ja? Also ich würde sagen, vielleicht ist es so ein bisschen auch abhängig von den persönlichen Wünschen oder Vorstellungen, die man quasi so hegt. Also ich persönlich war immer ein Freund davon, möglichst allgemein zu studieren, weil das Feld halt so groß ist, man gar nicht am Schluss weiß, wo man dran arbeiten will. Ja, jetzt gibt es natürlich aber auch Leute, denken wir mal an die Fahrzeugtechnik oder erneuerbare Energien, die sich speziell schon ihr ganzes Leben oder ihre ganze Jugend quasi mit diesen Themen beschäftigen und sich natürlich freuen, wenn sie da noch mehr ins Detail gehen können. Im Endeffekt können aus meiner Sicht Ingenieurinnen und Ingenieure, die in dem spezialisierten oder in dem allgemeinen Feld eine Ausbildung genossen haben, später auf gleichen Projekten arbeiten, weil es ist auch so, dass man hier an der Hochschule
lernen wir vor allem mit Werkzeugen umzugehen und die Systematiken, wie man Probleme löst. Und die sind ähnlich. Die Beispiele, die dann getroffen werden, sind vielleicht im einen ein bisschen allgemeiner, ein bisschen spezieller. Aber es wird nicht, also wenn man später im Job und im Beruf ist, wird man sich noch viel detaillierter mit den einzelnen Lösungsansätzen beschäftigen müssen und auch ständig sich weiterentwickeln müssen. Also diese Entwicklung, die nach dem Job kommt, ist ständig, also die geht, die hört nie auf. Das ist ja auch ein Teil davon, warum dieser Job so spannend ist, ja, dass man quasi immer wieder neue Ansätze lernt und mit neuen Ansätzen arbeitet. Das, was wir damals in unserem Studium gelernt haben, da stimmen natürlich die Grundlagen, die sind noch passend, ja, aber die Realisierung heutzutage, es gibt ganz neue Materialien, es gibt immer Weiterentwicklung von Techniken, 3D-Druck, da lässt sich, was man sich heute vorstellen kann, was heute fertigbar ist, ließ sich bei uns gar nicht erträumen. Ja, und so wird es in Zukunft. Das ist tatsächlich so. So wird es in Zukunft bestimmt auch weitergehen, weil der technische Fortschritt, der hört nicht auf, der geht immer weiter. Von daher ist es nur wichtig, aus meiner Sicht, dass man hier die Grundlagen mitnimmt, dass man versteht, dass man systemisch lernt zu denken, also wie quasi einzelne Komponenten zusammenhängen. Und deshalb im ingenieurstechnischen Zusammenhang. Und dann kann man quasi später raus, kann der Maschinenbauer in erneuerbaren Energien arbeiten oder der erneuerbare Energieler kann vielleicht auch Themen vom Maschinenbau abarbeiten. Genauso das Gleiche gilt auch für Umweltingenieur. Elektrotechnik haben wir sowieso immer eine sehr starke Kopplung. Ja. Mechatronik ist, ich meine, da steckt es schon im Wort, Mechatronik ist Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik. Ja. Da sieht man, wie verzahnt die einzelnen Disziplinen sind und so muss man natürlich auch denken. Ja, wenn man heute sich so ein Auto anschaut, ich meine, das ist die Symbiose von allem. Ja, das fängt an mit einem zu reden, da steckt so viel Elektronik und Informatik drin und trotzdem, wenn man mit 130 über die Autobahn fährt, darf das Rad auch nicht abfallen. Also der Maschinenbau, nee, bitte nicht. Der Maschinenbau, der muss auch stimmen. Ja, es muss alles irgendwie stimmen und das ist ja gerade das Tolle, dass da einfach so viel ineinander verzahnt ist. Ja, mit Blick auf die Uhr, also bei mir ist die Begeisterung absolut angekommen, Ingenieurin zu sein oder zu werden. Ich hoffe, bei unserem Publikum auch. Und wir werden auch noch viele Möglichkeiten haben, uns zu präsentieren. Wir haben jedes Jahr im Frühjahr unseren Tag der offenen Hörsäle. Wir haben verschiedene Angebote, einfach auch mal die HTW kennenzulernen. Und ich denke, da spricht auch nichts dagegen, den einen oder anderen einfach mal zu kontaktieren, wenn es darum geht, noch mal ein bisschen sich näher zu informieren. Also bei uns kann man sagen, die Kolleginnen und Kollegen sind nicht nur offen für die Studierenden, sondern die sind auch offen für jede Anfrage. Also wenn bei mir jetzt hier heute ein Schüler anfragen würde und würde sagen, darf ich noch mal so ein Labor anschauen, dann würde ich sagen, komm vorbei, guck's dir an. Ja, also da kenne ich ganz viele, bei denen das so ist. Ja. Vielleicht auch noch der Aufruf, ne, an alle LehrerInnen, die irgendwie einen Wandertag oder ähnliches planen, nur zu. Ne? Genau. Einfach das Gespräch mit uns suchen und da lässt sich etwas arrangieren. Ne? Bestimmt. Also das finden wir auch ganz wichtig, weil Lehrer ist für uns eigentlich ein ganz wichtiges Publikum, sollte man vielleicht abschließend noch sagen, weil Lehrer müssen den Schülern ja auch eine Idee geben, welche Berufe sie möglicherweise wählen können. Und auch als Lehrer hat man ja eigentlich gar nicht die Chance rauszufinden, was ein Ingenieurarbeit so bedeutet, sei denn man hat es vielleicht in der Familie, aber das ganze Lehrerstudium ist ja gar nicht so ausgelegt dafür, dass man diese technische Seite betrachtet. Von daher bin ich über jeden froh
und vor allem über jeden Lehrer, der auch sich bei uns mal meldet und sagt, hier kann ich mal vorbeikommen, kann ich mir das mal anschauen. Wir haben eine Kaffeemaschine, da kann man sich zu uns hier setzen und mal einen Termin ausmachen. Vielleicht will man auch das mit 2, 3 Kollegen machen und einfach mal vorbeikommen. Und das müssen nicht unbedingt nur die naturwissenschaftlichen Lehrer sein, das können auch die Lehrer sein, Lehrerinnen aus den anderen Fächern, weil aus meiner Sicht ist es ein ganz wichtiges Thema. Also Appell an die Lehrer, wir haben nicht nur eine Kaffeemaschine, wir haben auch eine wunderbare Menükarte, wo man einfach auch mal die Gelegenheit hat, sich ein Besucherprogramm individuell zusammenstellen zu lassen für verschiedene Klassenstufen, für verschiedene Gruppen. Und die Schülerinnen und Schüler können ein bisschen nachhelfen und sagen, naja, wir können uns auch mal vorstellen, unseren Wandertag nicht im Wald zu verbringen, sondern vielleicht mal die HTW zu besuchen, einen Workshop zu machen, die Labore zu besichtigen, mal mit Professoren, mit Studierenden zu reden. All das ist möglich und kann natürlich gerne in Anspruch genommen werden. Genau. Ja, also mir hat es Spaß gemacht. Wie gesagt, man hat die Begeisterung gespürt und darf mich nochmal recht herzlich bedanken bei dir, Oliver, bei dir, Michael. Und ja, wenn noch Fragen sind, ich schaue mal ganz kurz im Chat. Mhm. Ach, mein Daumen ist gefragt. Der Chat ist leer. Ja, dann vielen Dank für das Interesse an dieser Stelle nochmal. Und ja. Annette, ganz herzlichen Dank für dich, für die wunderbare Moderation. Genau, vielen Dank. Für dich, Michael, als angenehmen Gesprächspartner und natürlich auch vielen Dank da draußen. Ja, vielen Dank fürs Interesse und Technik macht Spaß.